präsentieren eine Weltneuheit, praktisch eine Folie, die es bis jetzt noch in Deutschland noch nie gab. Ja? Unsere Folien sind sehr hochwertig, robust und kratzfest. Und die Einsatzgebiete, wie zum Beispiel eine Folierung von einem Bett, Treppe, Schrank, Wand und sogar Fliesen, sind mit dieser Folie möglich. In dem Video werde ich präsentieren, wie man zum Beispiel so ein Bauteil bzw. Küchenfront oder irgendein Schrank oder sonstige Möbel mit 90 Grad Ecken foliert. Ja. Was man dazu braucht, ist einfach ja, das Bauteil natürlich, die Folie selbst. Hier haben wir ein Muster, ein Steinmuster, wie ich schon bereits erwähnt habe. Die Folien sind kratzfest, deswegen sind die auch für Folierungen von Fliesen geeignet. Ja. Wir haben hier drei Exemplare. Hier ist zum Beispiel eine Folierung von der gleichen Schublade in Betonoptik. Hier nochmal in Stein. Und dann haben wir hier noch ein, ja, ein helles Steinmuster. So sieht es dann aus. Von innen sieht es dementsprechend so aus. Natürlich kann das auch überklebt werden, aber das ist kein Muss. Unser Ziel ist es, die Veränderung von dem Kunden natürlich von vorne. Und ja, ich erkläre noch ein paar Sachen dazu. Was man für eine Folierung braucht, ist, wie ich bereits gesagt habe, das Bauteil selbst, die Folie. Die Folien sind selbstklebend, auch sehr robust und haben eine Dicke von bis zu 420 μ. Das kann man nicht mit Plotterfolien vergleichen, sondern wirklich die Folien sind extrem fest und robust. So, natürlich benötigen wir so einen Cleaner. Wir verwenden einen X-Cleaner, der ist eigentlich speziell für Möbelfolierungen, aber auch für Fahrzeugfolierungen geeignet. Das ist einfach, um die Oberfläche fettfrei und sauber zu machen. Ein Tuch, natürlich ein Messer, um die Folie richtig zuzuschneiden und ein Raken mit dem Filz. Ja? So, dann starten wir jetzt demnächst. Das heißt, was wir als erstes machen, ist sauber machen von dem Bauteil. Wir können das Bauteil direkt einsprühen oder erstmal auf dem Tuch und reinigen die Oberflächen gründlich. Wichtig ist es auch, dass man die Ecken und Kanten sauber macht, nicht nur von der Sichtfläche, sondern auch die Flächen, wo die Folie praktisch später endet. So. Die Folien, wie man es hier sieht, schneiden wir circa zwischen 3 und 5 cm mit Überschuss aus. Das heißt, wir haben hier unser Bauteil und hier haben wir einen Abstand von circa 4 bis 5 oder je nachdem, wie viel Folie man hat, 1 cm Überschuss. So, das Bauteil ist sauber, die Folie ist bereit. Was wir jetzt machen, wir ziehen jetzt das Trägerpapier ab und folieren praktisch drauf. Da die Folien sehr robust sind, haben wir gar keine Probleme bzw. Schwierigkeiten mit den Luftblasen, weil die Folie einfach so stabil ist. Die Luftblasen kann man auch rausdrücken. Wir haben auch die Folie mit Luftkanäle. Das heißt, ich habe hier die Folie, man kann es auch ganz einfach positionieren, damit man Überschuss von der Folie gut verteilt. So haben wir das Bauteil, das heißt, wir folieren jetzt die Fläche und ich positioniere einfach die Folie ungefähr so, zack. Man kann es auch umdrehen. So, falls sich hier Luft bildet, ist das überhaupt gar kein Problem. Wir drücken die Luft einfach nach außen raus. Somit haben wir eine optimale Oberfläche. Falls irgendwas nicht klappt, einfach abziehen und wieder dran racken. So, und hier nochmal genau das Gleiche. Somit haben wir jetzt die Flächen optimal foliert. So, in dem nächsten Video seht ihr, wie man praktisch die Ecken professionell bearbeitet und die Folie umklappt und zuschneidet. Vielen Dank!